Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Und heute gibt es eine kleine Tutorial-Folge auf Woods. Die KI ist abgeschalten und wir sind ganz normal in einem PvE-Raid. Ohne PvE. Also nur um euch zu zeigen, wie es in Woods eigentlich ausschaut. In Woods haben wir jetzt natürlich ein größeres Problem als in Factory. Die Map ist einfach größer. Und hier ist der Offline-Spawn, also hier ist ein Spawnpunkt, wo ihr möglicherweise spawnen könnt. Es gibt aber noch andere und die möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Also mal die erste Grundlage, dass ihr ungefähr wisst, wo ihr spawnen könnt. Also ihr seht, hier unten ist die Straße, an der kann man sich ein bisschen orientieren und man kann sich da hinten auch an diesem Kraftwerk orientieren. Dieses Kraftwerk ist so ein bisschen ein Orientierungspunkt. Den sieht man halt auch von weitem. Und hier ist diese Mauer. Die grenzt das Level ein. Ein weiterer Spawn ist hier hinter diesem Zugwaggon. Hier ist nämlich... Wir nennen es immer Backsteinhaus. Hier ist ein Spawn. Hier drin kann man spawnen. Finden tut man hier eigentlich nichts. Also ich habe noch nie was gefunden. Hier geht es eben noch zur Straße runter. Und hier hinten ist noch so eben der Waggon. Genau. Das ist eigentlich alles, was man jetzt hier wissen muss. Genau. Und von hier aus geht es jetzt weiter. An der Mauer entlang. Und ihr seht jetzt hier, an der Mauer gibt es jetzt noch verschiedene Spawns. Also bis hoch am Wald. Ich will jetzt hier nicht alle durchgehen, aber dass ihr euch schon mal ungefähr in die Richtung halten könnt, wenn ihr Richtung Straße wollt. Das ist jetzt mal der Weg, den wir als erstes gehen, weil ich finde, das ist der leichteste. Dann könnt ihr euch hier eben an dem Kraftwerk orientieren, an dem Backsteinhaus und eben ganz wichtig hier an diesem Zaun. Wenn ihr jetzt hier weiter oben spawnt, könnt ihr den Zaun nach unten gehen. Und ihr müsst halt vorsichtig sein. Hier spawnen noch andere Spieler eben am Zaun. Also hier kann einiges dann geboten werden. Ihr könnt natürlich auch mitten durch den Wald laufen. Ist auch möglich, aber da muss man halt auch sehr vorsichtig sein. Ja, und wir gehen jetzt wieder zurück Richtung Straße. Und ich zeige euch jetzt hier in diesem Tutorial nur diesen einen Weg. Wenn Interesse besteht, können wir uns auch gerne noch mehrere Wege anschauen. Aber ich glaube, zum Start ist, glaube ich, ein Weg mal ganz okay. Ich zeige euch jetzt auch, wo man looten kann auf dem Weg. Wo Gegner sind. Also zumindest KI-Gegner. Menschliche kann man ja nie voraussehen. Und auch hier bitte wieder aufpassen. Zur Beta könnte sich natürlich hier theoretisch wieder was ändern. Also zum Beispiel, dass die Gegner woanders sind, dass der Loot vielleicht wieder anders verteilt ist. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt das gerade alles aktuell noch in der Alpha. Und ja. So, jetzt sind wir wieder hier am Start, wo wir gespawnt sind. Und ja, mein Lieblingsweg ist jetzt eigentlich hier geradeaus. Der Vorteil hier an diesem Weg ist, ich kann hier immer ein bisschen nach rechts schauen, sollten von hier oben Spieler kommen, kann ich die ziemlich schnell erspähen. Und ich brauche keine Angst haben, dass mir jemand in den Rücken schießt. Außer natürlich, ich komme später hierher. Dann muss ich auch nach vorne schauen, weil ja ein Spieler auch sich diesen Weg schon nach vorne bewegt haben könnte. So. Gibt es auch immer so ein paar Büsche, wo man sich dahinter verstecken kann. Hier kann man auch noch laufen. Also hier ist noch keine KI aktuell unterwegs. Genau, und man muss jetzt nicht so leise sein. Hier ist jetzt das erste kleine Häuschen.
Ich glaube, da ist nur genau die Jacke, wo man durchsuchen kann. Snickers, das nehmen wir noch mit. Cracker, noch ein Snickers. So. Hier liegt hin und wieder mal eine Zigarettenschachtel am Boden. Also, man muss hier nicht unbedingt reingehen. Aber wenn man den Platz hat und die Zeit hat, kann man natürlich hier auch gerne mal looten. Später, es ist ja auch aktuell so, dass die Nahrung jetzt noch keine so große Rolle spielt. Es wird sich im späteren Spielverlauf ändern. Oder wenn das Spiel mal komplett draußen ist. Und dann ist man schon mal auf so einen Snickers angewiesen. Und dann ist es auch nicht schlecht, wenn man weiß, wo man eins herbekommen kann. Oder Cracker, oder was zu trinken, oder. Hier ist noch eine Bushaltestelle. Auch hier gibt es einen kleinen Loot, und zwar diese Sporttasche. Kann man auch mitnehmen. Ist wie gesagt relativ ungefährlich. Und hin und wieder gibt es auch mal guten Loot. Hier seht ihr, es ist gar nichts drin. Normalerweise, wenn ich jetzt in dem PvP-Raid bin, denke ich mir natürlich immer schon, oh, da ist gar nichts drin. Könnte ja irgendwo ein Gegner unterwegs sein. Aber ihr seht, es kann natürlich auch mal vorkommen, dass es einfach der Loot nicht da ist oder einfach nicht spawnt in dem Fall. Hier gibt es jetzt die erste Lootkiste, die man auch relativ safe looten kann. Und hier findet man wie üblich Waffenteile, Magazine und ein Medkit. Schön. Hier ist nochmal eine Sporttasche. Auch die kann man schön looten. Schauen wir mal, ob der was drin ist. Ja. Hier seht ihr Nahrung und Trinken. Und das en masse. So. Und jetzt könnt ihr hier schon schauen, je nachdem mit welcher Waffe das ihr ausgestattet seid. Wenn ihr hier lang geht, ihr seht, hier in der Alpha ist es noch so, wenn man zielt, sieht man ein bisschen weiter. Und hier der Strauch, den wir da jetzt da vorne sehen, verschwindet, ist wieder da. Verschwindet, ist wieder da. Und hier sollte man gleich mal schauen, weil hier vorne können sich die ersten Scuffs schon treiben. Um genau zu sein, sind hier immer zwei Stück. Hin und wieder sieht man sie hier schon, aber hin und wieder sind sie auch hinter den Bäumen versteckt. Ich gehe jetzt dann immer hier den Weg. Hier muss man natürlich vorsichtig sein auf den Feldern, weil man eben leicht auch gesehen werden kann. Und hier vorne ist so eine kleine Baustelle. Hier bin ich erst einmal einem Spieler begegnet, und das war ein Axtrunner oder ein Messerrunner. Hier findet man die Kiste, und da kann man Munition finden, Magazine. Genau, hier wären jetzt zwei Munitionskisten drin mit jeweils drei Schuss, also uninteressant, und das Magazin ist eigentlich auch uninteressant. Man kann aber trotzdem auch noch öfter mal entweder viel mehr Munition finden oder auch andere interessante Sachen finden. Hier ist dann nochmal eine Sporttasche, die man looten kann. Ein Tape. Okay. Ganz wichtig, hier muss man sich wieder hinlegen. Sonst kommt man nicht raus. So. Dann haben wir hier auch gelootet. Und jetzt ist es so. Jetzt ist es hier ziemlich schwierig, mit den Scuffs umzugehen. Ihr könnt euch ja mal die ein oder andere Wurzelhunde von mir anschauen.
die Scuffs hier sind ziemlich gefährlich. Also man besten Fernkampf, weil die beide meistens mit Pumpguns ausgestattet sind. Ja, auf jeden Fall schleichen, ganz wichtig. Und dann suchen sie entweder seitlich auszuschalten. Also sie können überall hier in dem Gebiet sein. Sie können auch auf der Straße sein. Dann ist es ein bisschen leichter. Aber das Gefährlichste ist, wenn sie dich zuerst sehen und dann schießen und du weißt nicht, wo sie sind. Dann hilft nur noch weglaufen und hinter dem Baum verstecken und hoffen, dass sie aufhören zu schießen. Genau. Man kann es dann entweder so machen, man geht hier seitlich und hofft, dass man sie erwischt. Oder ich gehe weiter der Straße entlang. Natürlich immer mit Blick nach links, aber auch nach rechts, weil von hier Spieler kommen können. Und gehe weiter nach vorn und versuche dann einfach von hinten zu kommen. Hat auch schon hin und wieder geklappt, also dass ich hier von hinten die Scuffs ausschalte. Genau. Dann... Die sind immer hier irgendwo. Felsen etc. Da hinten beim Auto sind sie auch hin und wieder. Und beim Auto kann auch hin und wieder mal Loot sein. Genau. Hier wäre jetzt zum Beispiel was zum Trinken. Medkit kann man finden. Das sind Cracker oder was ist das? Ja, Cracker. Ja. Genau. Also wie gesagt, hier halten sich die Scuff auf in dem Bereich. Vorsicht. So. Habt ihr die zwei erledigt, solltet ihr auf jeden Fall zumindest noch eine zweite Waffe dann zumindest haben. Und eventuell, wenn ihr ohne Rucksack gekommen sind, auch eine Tasche zumindest. Ist also hier immer eigentlich gut, ein bisschen Loot mit rauszubringen. Und dann kann man sich hier weiter durchs Gebüsch kämpfen. Und kommt jetzt zu einem, ja, einer richtigen Todeszone. Weil hier treffen meistens eigentlich alle Spieler aufeinander. Hier kann man sich jetzt hier zum Beispiel ins Gewahr legen. Und einmal die Gegend erkunden. Aktuell haben wir jetzt leichten Nebel. Der ist natürlich, wenn ihr unter Tags geht, habt ihr den nicht. Dann seht ihr die Leute besser. Hier können wir Scuffs laufen, überall können hier Scuffs laufen, sind teilweise 3 bis 5 Scuffs hier unterwegs. Also hier ist dann wichtig, die einzeln auszuschalten, weil wenn die in der Gruppe auftreten, wird es alleine schwierig. Zum Looten gibt es hier massig. Also hier haben wir eine Sporttasche, hier ist ein Medkit, hier sind 2 Jacken, hier ist ein Snickers, hier ist ein Büroschrank mit 4 Fächern. Dann gibt es hier so kleine, ja, Häuser, da wo die Waldarbeiter drin nächtigen, so Baucontainer-mäßig. Genau, die kommen hier. Zuerst möchte ich euch hier das noch schnell zeigen. Hier liegt jetzt zum Beispiel... Was ist das? Ah, okay. Nails. Hier hoch kann man. Und hier vorne ist wieder mal eine Tasche. Na komm, jetzt. So. Und hier kommen wir jetzt in jede einzelne Baracke rein. Jacken. Hier auf dem Tisch liegt oft mal was zum Essen. Hier haben wir wieder eine Sporttasche. Genau, das war's mal mit der Baracke. Dann Baracke Nummer 2. Hier liegt jetzt zum Beispiel wieder Futter, wieder Jacke. Und hier ist ein Safe. Im Safe findet man hauptsächlich Geld. Oder auch diese Statuen, die auch echt viel Geld wert sind. Also Safe ist natürlich auch immer gut zu looten. Und in der dritten haben wir auch wieder Jacken hängen. Hier können wieder Nahrung, auch auf den Betten können was, kann was liegen. Und hier auch in der Mikrowelle könnte was drin sein. Dann, wo gibt es noch Loot hier?
Ganz wichtig. Also hier ist es halt schwierig zu looten, weil wie gesagt sehr viele Scuffs und natürlich auch Spieler unterwegs sind. Viele Spieler kommen hier von der Seite. Das wäre jetzt ein anderer Weg, als dass wir jetzt hier gegangen sind. Also hier von da oben vor den Holz können Spieler kommen. Und hier über die, die Wiesen. Auch da hinten können Spieler kommen. Und wie, wo wir natürlich hergekommen sind, können auch Spieler kommen. Hier sind die Autos. Hier ist wieder so eine Kiste, wo Munition drin sein kann. Haben wir jetzt hier auch 15 Schuss Pistolenmunition. Gibt es aber auch, also da habe ich schon viel mehr rausgezogen als jetzt hier. Zum Beispiel 15 Schuss. Dann natürlich hier in den Gebäuden gibt es noch teilweise Jacken. Die Kisten sind nicht lootbar. Jetzt hätte man gerne eine Taschenlampe. Hier sind Muttern. Hier kann auch mal ein Medikit, eine Batterie, solche Geschichten drin sein. Also hier kann man natürlich auch looten. Genau, hier ist jetzt ein Medikit zum Beispiel, sogar zwei. Also hier kann man auch schauen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, ist dieser Platz hier. Hier findet sich hin und wieder auf dieser Ablage ein paar Kleinigkeiten. Aber hier ist zum Beispiel eine Konservendose. Hier ist aber die wichtigste Kiste. Hier findet sich auch immer viel Munition. Dort ist mal wieder nichts drin. So. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid schon angeschossen. Ihr habt hier 3, 4 Scuffs. Dann ist es fast zu gefährlich, hier rein zu looten. Zumindest wenn man alleine ist. Wenn man zu zweit, zu dritt unterwegs ist, sollte man in Scuffs her werden. Und da muss man halt wirklich nur noch auf andere Spieler Obacht geben. So, wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind von hierher gekommen. Wir können eventuell hier den einen Scuff ausschalten, sollte hier einer sein. Muss man aber oft nicht, weil der natürlich auch hier irgendwo rumgeht. Dann kann ich einfach hier am See entlang gehen und immer hier den Blick nach oben richten, sollte ein Scuff runterkommen oder ein Spieler. Also wenn ich jetzt hier nicht looten möchte, kann ich hier super vorbeigehen. Und dann muss ich hier vielleicht einen Sprint einlegen. Immer wieder schauen und wieder sprinten. So, wenn ich jetzt hier in den Bäumen bin, kann ich nochmal schauen, auch nochmal hier hinten schauen. Dann um den Stein rundum. So. Jetzt ist man hier schon mal ziemlich safe. Also die Scuffs da hinten sehen einen nicht mehr. Und man kann hier weiter den See entlang gehen. Bin ich eigentlich noch nie auf einen Spieler gestoßen. Kann aber natürlich auch passieren. Also deswegen, in Woods ist es ganz wichtig, nie dauerhaft rennen, sondern immer mal wieder schleichen oder kurz stehen bleiben, um zu lauschen. Einfach mal nur, um kurz zu lauschen. Entweder, dass ich Scuffs höre oder dass ich einen anderen Spieler höre. So, jetzt kommt der nächste Felsen, den wir umlaufen können. Und dann sehen wir da vorne wieder eine Mauer. Die ist wichtig, die Mauer, weil hier können wir uns orientieren, dass wir den Exit finden. Aber bevor wir hier zur Mauer rennen, gibt es hier jetzt einen neuen Loot. Und zwar hier die Leiche. Die liegt immer da. Und hier kann man das ein oder andere finden. Genauso wie in der Sporttasche. Aber jetzt, sag mal, wir haben den Loot hier auch noch abgegriffen. Laufen wir hier Richtung Mauer. Ich sag auch immer wieder umschauen. Und dann die Mauer entlang. Wieder hier der Vorteil. Hier kann mir keiner in den Rücken schießen. Ich kann hier nach vorne schauen, ich kann seitlich schauen.
Hier laufe ich jetzt so lange, bis unten die grüne Schrift kommt. Dass wir im Exit sind. So. Das wäre jetzt der eine Weg, den ihr auf Woods gehen könnt. Es gibt noch viele andere Stellen, die ich euch jetzt gar nicht zeigen konnte, weil einfach die Map zu groß ist. Solltet ihr Interesse haben, noch mehr dieser Wege, es gibt noch einen zweiten Ausgang, der in den Bunker führt, es gibt noch ein abgestürztes Flugzeug, wo man aber nichts findet, aber das kann ich euch trotzdem mal zeigen, es gibt noch einen Zeltplatz, es gibt noch in den Klippen eine versteckte Lootkiste, es gibt noch am Start einen Bunker, wo verschiedene Lootkisten drin sind, aber die natürlich auch sehr gefährlich sind zu looten, weil sich da immer gerne Spieler aufhalten. Da sollte man fast zu zweit sein, dass einer den Eingang absichert und der andere lootet dabei. Ja, dann gibt es noch so einen kleinen Grenzposten, da wo auch eine Lootkiste ist und noch ein paar Sachen. Also Loot gibt es hier einiges zum Abholen. Und es gibt hier auch viele Scavs zu töten. Also man kann hier schon einiges an Waffen und Munition und Loot einfach draußen bringen. Es ist halt gefährlich. Weil die Scavs natürlich seit dem letzten Update ziemlich stark geworden sind und man muss da wirklich auf sich aufpassen. Also den Weg, den ich jetzt gesehen habe, das ist aktuell so mein Weg, den ich auf Woods gehe, wenn ich allein unterwegs bin. Ich hole mir die zwei Scavs, schaue vielleicht noch beim Sägewerk, wie es ausschaut, aber meistens gehe ich einfach an der Seite vorbei, hole mir den Loot noch von der Leiche und dann ab nach draußen. Also dann habe ich meistens zwei Kills, hab einen guten Loot teilweise mit dabei und hab zumindest eine gute Chance zum Überleben. Ja, sollte es noch mehr Fragen zu Woods geben, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich verlinke euch natürlich wieder die anderen Tutorials, die ich schon gemacht habe. Und ja. Bitte, wenn ihr auch Tipps habt, wir haben ja genügend alte Hasen auch von Escape from Dark, auf die wir vielleicht mal über das Video stoßen. Schreibt sie bitte auch gerne in die Kommentare. Die neuen Spieler freuen sich bestimmt auch. Das nächste Mal gehen wir Richtung Customs. Das ist dann die dritte der aktuellen Alpha Maps, die ich euch zeigen kann. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr von Woods sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Dann mache ich auch noch eine zweite Folge mit Woods. Ist überhaupt kein Problem. Okay. Also, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, nicht vergessen, liken, abonnieren. Ich freue mich über jedes Abo, über jedes Like. Genau. Also, bitte euch, Servus, euer Dr. Wü.